Ja, gut zum Gruß, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen, Hulda Offenbauer. Wir machen heute gleich weiter bei dem spannenden Thema, wo wir den Vers aus der Bibel, Hebräer 9, Vers 5 und 10, mit den Geschehnissen in unserer heutigen Zeit vergleichen. Wir haben ihm das gleichgestellt, also wir haben diesen Vers, haben wir jetzt einmal mit den blutigen Festen, wir haben das mit Trump, mit Bill Gates und mit Tedros Adhanom, haben wir das gleichgesetzt und da steigen wir heute gleich weiter ein. Ich möchte aber oder muss eigentlich noch ein bisschen weiter ausholen bei dem Ganzen, damit wir den Zusammenhang noch besser erklären. Wir steigen da gleich ein mit diesem Begriff, den ich, glaube ich, beim letzten Video erwähnt habe, möchte ich ein bisschen weiter ausbauen. Und zwar war das das griechische Wort Wole, ja, was der Wille Gottes ist, aber nicht der Wille von Gott, dem Vater von Jesus Christus, sondern der Wille von dem Gott dieser Welt, von Satan. Ja. Und es ist auch interessant, dass dieses Wort Wole im Griechischen auch für Parlament steht. Ja. Und wir wissen ja, wir haben das dann bestätigt, in Römer 13 haben wir den Staat als Einrichtung von Satan, finden wir den dort. Ja. Und dieses Parlament möchte ich jetzt ein bisschen beleuchten, und zwar jetzt vom weltlichen Standpunkt her. Schaut einmal, googelt bitte einmal das Parlament in Wien. Die Österreicher werden dieses Bild im Kopf haben, aber schaut es euch trotzdem noch einmal an. Die Architektur, ja, da haben wir wieder den Stamm Arch, vom Architekten dieser Welt, von dem Baumeister dieser Welt, haben wir da diesen Demiurgen. Schaut euch bitte dieses Bild an, ja, mit diesen Säulen, mit dem. Und dann stellt es gegenüber das Bild vom Asklepios-Tempel. Ja. Asklepios, ihr habt das sicher noch im Kopf, Asklepios ist der Sohn von Apollyon, der hatte mit Corona ein Kind und das war eben dieser Sohn der Asklepios. Ja. Und wir wissen ja, wie Asklepios mit Aesculap zusammenhängt, mit der Heilung, mit der Pharmazie, haben alle schon beleuchtet. So, vergleicht bitte diese beiden Bilder. Ja. Das heißt, auf der einen Seite ist das Parlament mit der Rechtsprechung, auf der zweiten Seite ist die Pharmazie mit Heilung. Immer, wir haben heute immer diese beiden Dinge, ja, die werden wir immer wieder, auf die kommen wir immer wieder zurück, vor allem zum Schluss dann. So, bei dem Parlament sind andere Skulpturen auch noch und auf der einen Seite ist eine Statue oder ein Gebilde, da sieht man einen Wagenlenker, ja, und der hat einen Kranz in der Hand. Kranz heißt auch Corona. Ich muss das Wort leider sagen. Und da sind vier Pferde vorgespannt bei diesem Wagenlenker. Ich stelle euch unten das Video vom Steuermann rein. Da haben wir das genau beschrieben, wer dieser Wagenlenker ist in Verbindung mit Corona. Ich möchte das Wort nicht gern sagen. Und das können wir eigentlich gleichsetzen. Das ist nicht zufällig dort, dieses Bild. Ja, das können wir gleichsetzen. Ihr kennt das Bild aus der Offenbarung, da gibt es diese vier Pferde. Das sind die vier apokalyptischen Pferde mit den Reitern drauf. Ja? Und die symbolisieren etwas. Und ich möchte das jetzt kurz vorlesen oder euch kurz sagen, was diese Pferde mit den Reitern symbolisieren. Sag nichts dazu, ich überlasse das euch, auf unsere heutige Zeit umzulegen. Ja? Wir haben das erste Pferd. Das ist ein Pferd mit dem Bogen, mit Pfeil und Bogen. Das bedeutet Machtmissbrauch der Obrigkeit. Lass ich mal so stehen. Der zweite Reiter hat ein Schwert. Das bedeutet Krieg. Lass ich auch mal so stehen. Der dritte Reiter hat eine Waage. Das bedeutet Teuerung und Hungersnot. Lass ich auch mal stehen. Und der vierte Reiter ist Tod und Seuche. Ja, legt das bitte mal auf unsere heutige Zeit, auf unsere Endzeit, die Zeit der großen Bedrängnis um. So. Jetzt hole ich euch wieder aus euren Gedanken zurück und zu unserem ursprünglichen Vers Hebräer, Kapitel 9, Vers 5 und 10, wo wir gesagt haben, der Priester ist da, der bringt das Blut. Waschungen werden hier beschrieben, Schlachtopfer gebracht und das wird eben genannt, das sind Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Das heißt, da kommen dann neue Ordnungen, neue Gesetze. Und da schauen wir uns jetzt an, was das für uns mit der Bibel bedeutet und wie wir das auf die heutige Zeit umlegen können. Die Satzungen des Fleisches. Ja. Gehen wir zum griechischen Wort zurück, das ist Diakonia. Ja. Das ist eine Rechtsforderung, eine Rechtssatzung, ein Rechtssatz. Ja. Da geht es um Rechte. Ja. Und ich habe euch gesagt, wir sind in einem juristischen Bereich jetzt drinnen, wo wir da proklamieren. Und dieses Wort leitet sich von Diakos ab.
Das wiederum hat die Sprachwurzel dike und um die geht's. Dike, ja. Dike ist eine unantastbare göttliche Grundordnung unseres Daseins. Ja. Das ist aber jetzt nicht die von Gott, dem Vater, sondern von Gott dieser Welt. Und der hat hier eine unantastbare Grundordnung in Verbindung immer mit Strafe und Rache. Ja, also kann es nicht vom Gottvater Jesus Christus sein, wenn man das schon am Wesen sieht. Ja. Und ihr kennt sicher auch das, was jetzt auf uns zukommen soll, dieser Impfzwang. Ja, da wird immer wieder erwähnt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht aber nicht, die Gesundheit des Menschen ist unantastbar, sondern die Würde. Jetzt kommt aber noch das Problem dazu, dass wir ja gar keine Menschen sind, denn wir sind als Personen tituliert, denn sobald ein Mensch geboren wird und die Geburtsurkunde ausgestellt wird, untersteht er den Gesetzen des Staates und ist da eine Person. Und das ist ein Unterschied, ob ich eine Person bin oder ob ich ein Mensch bin. Das könnt ihr alles googeln, Unterschied zwischen Person und Mensch und Staat. Das ist recht interessant. Wir sind aber jetzt noch immer bei unserer Sprachwurzel dike. Dike bedeutet Gerechtigkeit. Und dieser Gott, der erweist sich als gerecht, indem er das Recht für die Menschen setzt und über diese wacht. Das heißt, er bestraft. Ja, und das kann man auch in der griechischen Mythologie sehen. Es gab die griechische Göttin Dike. Das war eine strafende, eine rächende, und da ging es auch immer um Gerechtigkeit. Ja? Immer Strafe, Rache, Gerechtigkeit. Diese Begriffe können wir uns jetzt merken. Ja? Und wenn wir schauen, wo finden wir das in der Bibel, das Bestrafen und vor allem diese Rache, ja? Das ist nie bei Gott, Vater von Jesus Christus. Wir haben das immer, 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 immer in Verbindung mit Jahwe, alias Satan. Ja? Ein paar Beispiele, ja, dass dieser Jahwe der Gott der Rache ist. Wir haben das in 3. Mose 26, 25, wo er spricht, ich, dieser Jahwe, alias Satan, will ein Schwert über euch kommen lassen, das Rache nehmen soll. Ich will die Pest oder die Seuche unter euch senden, ihr sollt in Feindes Hand gegeben werden. Na, was geht da wohl ab jetzt heute auf unserer Welt? Passt doch gut hinein. 4. Mose 31, 3. Es geht hier immer um die Rache von Jahwe, von diesem Jahwe-Gott. Ja. 5. Mose 32, 35. Hier spricht Jahwe selbst. Die Rache ist mein, ich will vergelten. Es geht immer Rache, Strafe und das ist seine Gerechtigkeit. Ja. Er stellt hier Gesetze auf und danach, wer die nicht einhält, Rache, Strafe, Vergeltung, Ausrottung und so weiter. Und das Ganze findet man wieder, erfüllt sich natürlich in der Offenbarung, Kapitel 19, wo es hier geht um diesen gerechten Jahwe-Gott. Und zwar ist hier der falsche Jesus, der Antichrist. Das ist Jesus als Richter, der hier auftritt und der hier diese Rache vollzieht, wo er den Grimm und den Zorn, die Rache und Strafe von diesem gerechten Jahwe-Gott über die Bühne gehen lässt, ja. Okay? Schauen wir jetzt einmal das Wort gerecht an, im normalen weltlichen Sinn. Wenn man das googelt, kommt an erster Stelle, das hängt zusammen gesetzlich, rechtlich, legal, juristisch. Also lauter Begriffe aus der Rechtssprache. Und biblisch gibt es dieses Wort dike auch und das ist auch im Zusammenhang mit wieder Strafe, Recht, Rechtsspruch, also auch gesetzlicher Begriff. Und wir betrachten jetzt eine Geschichte, also einen Bericht aus der Apostelgeschichte 28. Und glaubt mir, es ist keine einzige Geschichte, keine einzige Begebenheit in der Bibel, die nicht normal drinnen steht und die einen ganz tiefen Hintergrund hat, die uns etwas sagen will, das für uns ganz wichtig ist. Ja? Man liest oft so über die Bibel drüber, man liest die Zeilen, aber wir müssen auch zwischen den Zeilen lesen. Da steckt so viel drinnen und auch in dieser Apostelgeschichte 28. Wir schalten uns ein bei Vers 1. Das Geschehen vorher, Paulus ist unterwegs, er hat Schiffbruch erlitten und wurde durch ein göttliches Eingreifen, wurde er und die ganze Besatzung dann gerettet. Sie landeten dann auf der Insel Melite, das war, was man wahrscheinlich heute mit Malta gleichsetzen kann, und die Einheimischen haben dort ein Feuer für sie gemacht, weil es erstens mal kalt war und geregnet hat es auch. Und Paulus sammelte auch Reisig zusammen und legte es aufs Feuer. Und infolge der Hitze kam eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Ja. Und als die Eingeborenen dieses Tier sahen, so, da schalten wir uns jetzt ein, Punkti, Punkti, machen wir gleich weiter, dieses Tier,
Was steht hier im Grundtext für ein Wort? Bei diesem Tier, diese Giftschlange. Tier ist dieses Wort, schreibt euch das bitte auf, das kommt immer wieder vor, Therion mit TH, Therion. Das ist ein wildes Tier, wird auch für eine Giftschlange verwendet, ja. Und das finden wir wiederum bei den in der Offenbarung. Hier wird ein Siegel. Hier werden die Siegel geöffnet durch das Lamm. Ja, das Lamm ist aber nicht das Lamm Gottes, das der Weltsünde trägt. Im Griechischen könnt ihr das belegen, wenn ihr nachschaut, was hier für ein Wort steht. Da steht ein anderes Wort als bei dem Lamm. Also das ist nicht Jesus Christus. Das Lamm öffnet die Siegel. Und dieses Siegel öffnen in der Offenbarung, das heißt jetzt nicht, dass man etwas Neues erfährt, sondern da geschieht ein Machtantritt, ein Herrschaft, da beginnt ein Herrschaftsantritt. Ja? Das heißt, das Verfügte tritt rechtlich in Kraft. Das ist eine rechtliche Inkraftsetzung, diese Siegel. Ja? Und da haben wir eben die vier apokalyptischen Reiter. Und da ist das fahle Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und der Hades folgte ihm nach. Ja, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Hades, das wird in der Bibel beschrieben, manchmal fälschlicherweise mit Hölle übersetzt. Das ist einfach der Aufenthaltsort der Toten und hier verwendet, personifiziert ist das hier gedacht. Ja? Und wir wissen aber, dass der Hades und der Tod und das Meer muss diejenigen herausgeben, die in ihm sind. Das steht in Offenbarung 20, natürlich Vers 13. Ja? Und der Tod und der Hades, die werden in den Feuersee geworfen. Ja? Und das ist für uns wichtig, dass wir das wissen, weil, da geht es jetzt noch weiter bei diesem Reiter da in der Offenbarung. Und zwar steht hier, der Tod und dem Hades wurden die Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten. Und dann kommt es mit Schwert, mit Hunger, mit dem Tod oder tödliche Krankheiten und durch die wilden Tiere der Erde. Und da kommt dieses Wort vor, Therion, was in der Apostelgeschichte die Giftschlange, ja. Vergesst jetzt nicht die Zusammenhänge, ja? Womit das zusammenhängt, apokalyptischer Reiter. Behaltet das im Hintergrund, ja? So, jetzt schauen wir weiter. Dieses Wort Therion, haben wir gesagt, bedeutet wildes Tier, Giftschlange oder eben das sind diese Tiere der Erde. Ja? Das sind im Endeffekt Dämonen, werden wir gleich sehen. Und zwar, dieses Therion ist ein Synonym zu Zoon. Z-O-O-N, die haben wir einmal beleuchtet, was ich mich erinnern kann, bei den Parasiten. Ich stelle euch das Video unten rein, diese Bewusstseinsparasiten, genau, da haben wir das beleuchtet. Ja, und dieses Wort Zoon schauen wir uns jetzt trotzdem noch einmal an, das sind Lebewesen, Tiere. Ja? Wir haben die beschrieben in zwei Versen, die mit sehr interessant, wenn man die miteinander vergleicht, nämlich Judas und Petrus. Und dieser eine Vers, die haben im anderen, also Judas und Petrus, haben die vier gleiche Wortlaute. Ja? Und alle vier sind da gleich. Das ist sehr interessant, überhaupt wenn ihr mal Judas und den Petrus die vergleicht und lest. Das sind so viele Parallelen, die immer dasselbe zeigen. Ist sehr interessant. Ja, ich zeige euch das. Und zwar Judas 10, da werden die beschrieben, diese Lästern. Alles, was sie nicht kennen, alles, was sie aber von Natur aus wie unvernünftige Tiere, da kommt jetzt dieses Wort Zoon, verstehen, darin verderben sie sich. Ja, also wir haben jetzt die Begriffe Silester, sie sind von Natur aus wie die unvernünftigen Tiere und sie verderben. Diese vier Begriffe, die kommen gleich wieder im Petrusbrief. Ich möchte nur noch kurz die genau beleuchten in Vers 6. Werden die beschrieben, das sind Engel, die ihre Behausung verlassen haben, die sind zum Gericht aufbewahrt. Ja, und diese Behausung kommt noch einmal vor im 2. Korinther 5,2, wo es um den neuen Leib der auferstandenen Christen geht. Das heißt, wenn die Behausung verlassen, dann sind das hier Dämonen gemeint, die in Menschen in den Leib hineinschlüpfen können. Ja, sie werden dann auch noch in Judas genannt Irrsterne, ja, das sind sogenannte umherschweifende Sterne. Ja, und wir wissen ja, Satan schweift umher, geht umher auf dieser Welt, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, und das
finden wir dann wieder. Diese Sterne, wissen wir, wer das ist. Offenbarung 12 sagt uns das. Auf der einen Seite ist der Drache, der ein Drittel der Sterne mitnimmt. Und das ist der Teufel mit seinen Dämonen. Ja? Also ihr wisst jetzt, worum es da geht. So. Und das hier ist immer beschrieben, das dämonische Wesen, das als Marionette einen Menschen benutzt. Das ist genauso wie in Hesekiel 28, der Fürst von Tyros und der König von Tyros. Der Fürst von Tyros war die menschliche Marionette und der König von Tyros war kein menschliches Wesen, ein Geistwesen, ein Dämon. Ja. Und jetzt schauen wir uns den Vers an, wo wir Judas mit Petrus vergleichen. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 12. Die Überschrift heißt übrigens, Gottes Gericht über die Irrlehrer und ihre verderbliche Gesinnung. Schauen wir mal, wer das ist. Wir werden im Zuge dessen draufkommen. Und da haben wir jetzt die Beschreibungen wieder. Diese sind wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum Eingefangenwerden und zum Verderben geboren. Sie lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Alle Begriffe haben wir hier wieder. Ja? Schreibt euch das einmal raus, die Begriffe, und dann vergleicht das selber in eurer Bibel. Ja, wie gesagt, das sind alles, hier werden böse Geistwesen mit diesem Wort beschrieben, mit diesem Thron. Das sind böse Geistwesen, das sind Dämonen, die in Menschen eingehen können. Ja, das sind die Werkzeuge von Satan. Und wir wissen ja, die Werkzeuge Satans in der Endzeit sind Ärzte, Rechtsanwälte, Geistliche. Haben wir schon alles beschrieben. So, und dieses Zoon ist auch ein Synonym zu diesen Therion, die wilden dämonischen Tiere. Und jetzt kommt etwas, wo sich die ganzen Bibelausleger nicht einig sind und mit komischen Argumenten etwas versuchen zu erklären, was sie selbst nicht verstehen. Weil dieses Zoon ist die häufigste Bezeichnung für die Wesen an Gottes Thron. Ja, und die glauben ja alle, das ist Gottes guter Thron, aber das ist ja Satans Thron im Endeffekt. Wo wir das im Alten Testament beschrieben haben, auch mit diesem Cherub in Hesekiel, mit den vier lebendigen Rädern, diese Wesen. Ja, das sind genau die vier selben. Und darum passt das nicht zusammen, weil die eben böse sind. Ja? Und darum schreiben die, es ist interessant, in der Elberfelder steht das beschrieben, das ist eine Bezeichnung von vier Wesen um Gottes Thron, und dann schreiben sie, die man schlecht genauer beschreiben kann. Es scheinen, ja, das sind jetzt, es scheinen hohe Engelfürsten zu sein, ja, sind sie, das sind die Erzengel, die Gottes Thronwacht bilden. Ja, und das finden wir eben in Hesekiel 1, das haben wir letztes Mal, glaube ich, oder vorletztes Mal beleuchtet, die Cherubim mit ihren Rädern, mit den geisterlebendigen Wesen in den Rädern drinnen. Und dann haben wir es noch einmal, oder die Elberfelder gibt das auch an als Beispiel, in den Jesaja 6, das sind die Seraphim, also Cherubim und Seraphim. Das sind die bösen, sage ich mal, zu kurz, böse Geistwesen. Und dann schreibt Elberfelder weiter im Kommentar, wobei beachtet werden sollte, dass diese beiden Wörter, eben Zoon und Therion, sich in ihrer Bedeutung an einzelnen Stellen überschneiden können. Ja? Komisch, wissen es nicht. Ja, wir wissen es, wer damit gemeint ist. Ja? Darum, wie gesagt, diese ganzen Kommentare können hilfreich sein, aber sind nicht hundertprozentig, ist auch von Menschen. Ja? Wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen und schauen, wo steht noch was in der Bibel und wirklich um Weisheit bitten, so wie es in Jakobus steht, dann wird uns Gott führen und uns zeigen, was er damit gemeint hat. So, wir sind noch immer bei den Therion. Therion betont das wilde, bestialische Element. Ja, erinnert euch, das war die Giftschlange von Paulus da drinnen, das ist Wort Therion. Und wir finden dieses Wort Therion noch einmal in der Offenbarung, da gibt es zwei Tiere. Das erste Therion, das erste Tier, das kommt aus dem Meer herauf, steigt aus dem Meer herauf, das stellt den Antichristen dar. Das zweite Therion kommt aus der Erde. Und wenn es euch erinnert, haben alle schon beleuchtet, Altes Testament, was der Leviathan aus dem Meer und der Behemoth aus der Wüste, aus der Erde halt. Und das zweite Tier verkörpert den Lügenpropheten des Antichristen und beide gehören zum Bereich des Dämonischen. Das heißt, hier sind Systeme, die von Dämonen geleitet werden. Ja, und diese Tiere führen Krieg gegen die Heiligen und lästern Gott. Aber wir haben gesagt, das Gericht ist für sie bereitet. Nämlich der Teufel und die zwei Tiere kommen in den Feuersee. Offenbarung 20,9. Feuersee. Tiere, Schlange. Was macht? Jetzt schauen wir nämlich, was der Paulus, wie es da weitergeht mit Paulus. Apostelgeschichte 28, Paulus, Giftschlange, Therion, kommt aus dem Feuer und beißt sich rein. Als die Einheimischen das Tier sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder.
den die Dike, obschon er aus dem Meer gerettet worden ist, nicht leben lässt. Ja, sie haben geglaubt, diese Giftschlange ist die Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, die beißt ihn, das ist eine Giftschlange, jetzt wird er sterben, weil er eben ein Mörder ist, das war die Strafe jetzt. Aber er schüttelt das Tier in das Feuer ab. Was haben wir gesagt? Die Tiere kommen in den Feuersee. Das ist dieser Zusammenhang, der hier erklärt werden soll. Und die Einheimischen erwarteten, dass jetzt die Hand anschwellen würde und dass er plötzlich tot umfallen werde. Und als sie aber lange warteten und sahen, dass nichts Ungewöhnliches geschah, änderten sie ihre Meinung und sagten, wow, das ist ein Gott. Das sei Gott. Ja. Da steckt viel drinnen. Was zeigt uns diese Begebenheit? Das zeigt uns, dass diese wilden Tiere der Erde, diese Schlange, Giftschlangen, die den vierten Teil der Menschen vernichten sollen, die schütteln wir ab und werfen sie ins Feuer, in den für sie bestimmten Feuersee. Ja, damit wir wissen, in welche Richtung wir rechtlich proklamieren sollen. So, und jetzt ein bisschen ein Gedankensprung. Jetzt kommt ein anderer Begriff in der Bibel. Und zwar möchte ich den Begriff die Wiederherstellung der Dinge. Dieser Begriff kommt nur einmal in der ganzen Bibel vor. Ja? Das heißt, da haben wir wieder die Dinge, bing, bing, bing. Das haben wir alles schon beleuchtet. Ich stelle das letzte Video wie immer unten rein. Horcht euch das bitte noch einmal an, damit ihr den Zusammenhang habt. Auch mit Bill Gates. Wir haben ja gesagt, unser Ausgangstext, noch immer Hebräer 9, Vers 5, die Dinge, von denen jetzt im Einzelnen nicht zu reden ist. Da haben wir dazugegeben, die Aussage von Bill Gates, die Dinge werden nicht wieder normal werden, bis wir einen Impfstoff haben, der im Wesentlichen, das heißt nicht im Einzelnen, die ganze Welt bekommen hat. Da haben wir das Einzelne und die Dinge, okay? So, und jetzt schauen wir weiter. Die Dinge. Wir schauen uns diese Dinge, bing, bing, noch einmal an. Wo kommen die vor? Und zwar im Epheser 3, Kapitel 3, Vers 9 und 10 haben wir das. Hier geht es um die Verwaltung, das ist die Lenkung der Heilsgeschichte. Das ist ein Geheimnis, es wird als ein Geheimnis beschrieben und wir wissen ja, Geheimnis und geheim und verborgen, das ist immer die andere Seite, weil Gott spielt immer mit offenen Karten und hat nichts verdeckt. Ja? Also die Lenkung der Heilsgeschichte, das ist einmal die Heilsgeschichte, wie er mit seiner Kraft von unten wirkt. Wir wissen ja, nur zwei Energien, die im Universum heilen. Von oben Gott, von unten Satan. Und das ist diese Lenkung der Heilsgeschichte. Habt ihr da immer die Pharmazie oder die Medizinwissenschaft im Kopf? Ja? Die Lenkung der Heilsgeschichte. Das ist ein Geheimnis, das von den Zeitaltern, griechisches Wort Äon, her in Gott, Gott dieser Welt, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Die Dinge, die hier von diesem Gott geschaffen wurden. Griechisches Wort bedeutet hier, das ist die Schöpfung und hier wird das übersetzt als Einrichtung von Menschen. Ja, die Systeme, die Behörden, der Staat. Das sind die Dinge, die Gott geschaffen hat, die Satan geschaffen hat. Das ist seine Schöpfung. Ja? Und wir haben das noch einmal in Hebräer 1, wo es heißt, durch den Sohn hat er die Welten, da steht wieder dieses Wort Äon, gemacht oder geschaffen. Ja, das sind diese Dinge. Und das ist geheim und verborgen. Das wird aber jetzt offenbar durch die Bibel und was wir eben da hier alles aufdecken. So, und jetzt kommt der Begriff, die Wiederherstellung der Dinge. Das haben wir nur einmal, und zwar Apostelgeschichte 3. Und dann steht, es werden Zeiten der Erquickung, des Aufatmens kommen vom Angesicht des Herrn. Oh ja, die ganze Welt wartet drauf. Boah, es ist ja alles so schlimm. Und wann kommt jetzt endlich der Impfstoff? Dann werden wir ja aufatmen. Nur wer ist der Herr? Ja, da haben wir das griechische Wort Kyrios. Das ist ein Herr, der Macht ausübt und wird fast immer für den Namen von diesem Jahwe verwendet. Kyriotes zum Beispiel, das ist von ihm abgeleitet, das sind seine Diener, das ist eine Herrschaft, das bezeichnet im Neuen Testament die Mächte, die Engel, die bösen Engel, die Dämonenwelt, die hinter den Herrschaftsbereichen dieser Welt stehen, hinter den Systemen. Ja? Wir haben gesagt, die ganzen Systeme, Behörden, Einrichtungen, Schöpfung
und hinter denen stehen die Mächte. Ja? Also die gehören zusammen, diese zwei Versen. Da haben wir immer diese Dinge, bing, bing. Genau, es werden Zeiten der Erquickung kommen und er sendet uns dann den vorausbestimmten Jesus. Ja? Das ist der falsche Jesus, der eben jetzt als Richter kommt, der Antichrist als Heiler. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Ja, das sind die Zeiten auch mit den neuen Satzungen, die jetzt hier kommen. Und jetzt zeige ich euch, was mit dieser Wiederherstellung der Dinge, welche Dinge hier gemeint sind. Wir brauchen nur ins Alte Testament gehen. Da spricht Jahwe und sagt im Jesaja 1,26, ich will, wie am Anfang, wiederherstellen die Richter und die Ratgeber. Da haben wir wieder diese zwei Bereiche, Richter und Ratgeber. Ratgeber nämlich deshalb, weil da wieder dieses Wort steht, das sind böse Ratgeber, die anderen schaden. Ja? Und da setzen wir jetzt bitte ein, die Ärzte, die dem System dienen. Ja? Ich verurteile hier keine Ärzte, sondern das sind Ärzte, die in diesem System, in dieser Medizinwissenschaft, unter dem Banner der Schlange, unter dieser Aesculap eben arbeiten. Ja? Wenn es hier Arzt setzt, dann bitte werdet wach und informiert euch einmal, wem ihr da wirklich dient. Ich verurteile nicht euch, ich verurteile das System und den, der das geschaffen hat. Ja? Das heißt, hier spricht Jahwe, alias Satan, dass er die Richter und die Ratgeber, also die Ärzte, Medizin, Pharma, wiederherstellen will. Immer diese beiden Paar Schuhe. Ja? Wir haben auch gehabt das Parlament. Ich habe gesagt, schaut euch das Parlament an. Und vergleicht es mit dem Bild Asklepios-Tempel. Das ist nämlich genau dasselbe. Hier haben wir wieder Parlament mit Richten und Asklepios ist der Heiler, die Pharmazie. Immer diese beiden. Ja? Und jetzt lesen wir in Jesus Sirach wieder diese Dinge. Und da steht Jesus Sirach 37, Vers 21. Da steht, vier Dinge treten auf bei Neuem. Leben und Tod und Gut und Böse. Und jetzt werden wir das beleuchten, wie das zusammenpasst. Leben und Tod, wo haben wir das? Wir haben die Pharmazie auch beschrieben, mit dem Malzeichen auch, im Alten Testament, und zwar Hesekiel Kapitel 13, egal. Da wird beschrieben, dass sie sich, hier wird Magie, Zauberei beschrieben, sie machen sich Kopfhüllen für die Stirn und Binden für die Arme, also das ist das Malzeichen des Tieres an Stirn und Hand. Und was auch in der Offenbarung 18 ist, wo der Wein der Hure Babylon beschrieben wird. Und wir wissen ja, Wein wurde damals verwendet zur Betäubung, Heilung und Schmerzlinderung, genau wie die heutige Pharmazie. Somit ist das bestätigt. Ja? Und wie gesagt, Leben und Tod. Ja? Das wissen wir, Pharmazie bestimmt darüber, so wie die das im Hesekiel 13 auch gemacht haben. Pharmazie tötet und Pharmazie verlängert das Leben. Leben und Tod. Und das Gut und Böse, das sind die Richter, die entscheiden, das ist gut und das ist böse. Und dann heißt es weiter, und darüber regiert alle Zeit die Zunge. So, was ist jetzt damit gemeint? Wenn wir Zunge schauen, finden wir im Jakobus eine Beschreibung, da wird die Zunge beschrieben, sie ist voll des tödlichen Giftes. Ja, dieses Wort heißt im Ios und da wird beschrieben, dass dieses Gold und Silber von den Reichen ist, das wird verrosten. Jetzt müsst ihr aufpassen, Gold und Silber rostet nicht, das heißt was anderes. Rost ist das griechische Grundtextwort auch Ios und das heißt Gift. Das heißt, euer Gold und Silber ist Gift und wird euer Fleisch im Endeffekt auch fressen. Ja? Und das sehen wir zum Beispiel auch beleuchtet, dass dieses Gold und Silber mit der Pharmazie zusammenhängt, weil wie die heilen, der Petrus war das und noch wer, ich weiß jetzt nicht wer, die zwei, Apostelgeschichte, ich stelle euch den Vers da nach unten rein, wo sie sagen, wo der Gelähmte ist und sie sagen, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf. Ja, das heißt, ich habe kein Gold und Silber, ich habe nicht diese weltlichen Mittel, aber ich habe was und zwar im Namen Jesu Christi, steh auf. Und damit hat er ihn geheilt. Ja. Das heißt, dass dieses Gold und Silber auch hier mit Pharmazie gleichzusetzen ist. Darum geht es dieser Abschnitt noch dazu. Und die Zunge, wenn sie hier heißt, darüber regiert alle Zeit die Zunge. Ja? Dasselbe Wort wird verwendet, wenn es heißt, alle Nationen, Sprachen und Völker. Und dieser Begriff, die drei bezeichnen alle das Volk Israel. Die Juden. Ja?
Das ist jetzt das Ganze noch über dem drüber. Und wenn wir schauen, haben wir wieder diese beiden Begriffe, Richter, Ratgeber, also Richter, Staat und Pharmazie, Ärzte, haben wir das noch einmal im 2. Thessalonicher, wo der Antichrist beschrieben wird. Ja? Und er nennt sich hier, es ist der Mensch der Gesetzlosigkeit, also da haben wir wieder die Richter, die Gesetze, und der Sohn des Verderbens. Ja? Und Verderben haben wir gesagt, Apollyon mit Corona hat den Asklepios, das ist die Pharmazie, mit der er verdirbt. Immer diese zwei Paar. Und ganz zum Schluss haben wir dann noch diese Dinge, das schaffen wir noch, und zwar Offenbarung 22, 16 und 20. Da wird er beschrieben, der falsche Jesus, wo er sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge der Gemeinde zu bezeugen. Das ist die Gemeinde, wir wissen ja, Gemeinde im Himmel, Sod Jahwes, Ecclesia, hier auf der Erde, haben wir gesagt, Gemeinden, Staat, Kirche sind Gemeinden, Freimaurer haben Gemeinden, zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und des Geschlechts David, der glänzende Morgenstern. Ja, und den glänzenden Morgenstern haben wir in Jesaja 14, da wird er beschrieben, Satans Sturz, wie bist du vom Himmel gefallen, du heller Morgenstern, du Glanzstern, du Überwältiger der Nationen. Da haben wir den wieder, den Luzifer, ja. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Ja, und das haben wir wissen, dass Gott, der Herr, der Allmächtige, wissen wir, wer das ist, der ihm sagt, der war, der ist, der kommt. Und der will da jetzt wiederkommen, ja. Und wie gesagt, das ist der Antichrist, der gegen und statt Christus auftritt und er übernimmt seine Ämter, wo er jetzt auf die Weltbühne tritt, als Gegenstand aller Hoffnungen, ja, es kommt ja bald der Gute, Befriediger aller Bedürfnisse, alles wird gut sein und der Heiler aller Krankheiten. Das in dem Bereich, in dieser Zeit, in diesen Äon sind wir gerade drinnen und da programmieren wir rein. Da holen wir uns das raus, was uns gehört, indem wir auf dieser rechtlichen, juristischen Basis mit diesem Hintergrundwissen programmieren. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen und ich hoffe, so Gott will, schalten wir uns dann beim nächsten Mal, beleuchten wir dann diesen zweiten Teil mit der WHO, wo das mit diesem Hebräer 9,5 zusammenhängt. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen, viel Spaß beim Programmieren. Bis zum nächsten Mal.